got two cars to give you secondhand smoke. I'm no joke. I'm no joke. Got two cars to give you secondhand smoke. Yeah, was geht? Proton am Start, Alter. Written Battles Germany. Mir wurden im Forum ein paar Fragen gestellt und ich habe mir die Zeit genommen, die zu beantworten. Ich habe den ganzen Kram irgendwie schon mal gemacht. Also sorry für das Delay. Aber dafür gibt es jetzt ein kleines Update und ich beantworte alle Fragen. Ein paar davon waren ein bisschen ähnlich, deshalb habe ich die dann in eine gepackt. Aber ja, Tim Carey ist an der Cam, der stellt mir jetzt eure Fragen. Let's go. Also erstmal, wie geht's dir? Fragt man heute sehr selten. Wie geht's dir, fragt man heute sehr selten. Das stimmt, das fragt man heute sehr selten. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ich hoffe, das bleibt so. Wie bist du zu Battle Rap gekommen? Wie bist du zu Battle Rap gekommen? Schwer zu sagen. Ich meine jetzt zu dem A Cappella Battle Rap Ding vielleicht dann erst später so, aber generell wurde immer viel gefreestylt. Früher auf dem Schulhof oder irgendwie vor den Clubs, auf den Clubtoiletten und da wurde auch immer gebattelt. Und da ist halt der Weg dann bei einem offiziellen One-on-One-Freestyle-Battle teilzunehmen auch nicht weit. Und von da aus kommst du dann auf die A Cappella-Sachen damals. Ich habe tatsächlich, bevor ich die Smack-DVDs halt gesehen habe, vorher über Deutschland gesehen. Das war mein erster Kontakt mit A Cappella-Battle-Rap. Und dann irgendwann kam der Anruf vom Chief und hat mich gefragt, ob ich gegen Mirror battlen will. So ist das so alles gekommen, ja. Gegen wen würdest du am liebsten battlen? Ob deutsch oder amerikanisch? So ein Wunschgegner oder was? Habe ich ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht. Aber ich würde gerne ein Compliments-Battle gegen R.A. The Rugged Man machen. Das wäre dope. Der hat ein richtig dopes Album gedroppt und dem möchte ich einfach einen Haufen Komplimente geben, was da für ein geiler Drecksack ist, Alter. Frag den doch mal. Wie sah der Fixing-Chat 2013 gegen Proton aus? Ah ja, diese Frage. Ich verstehe die Frage eigentlich nicht. Ich glaube, du meinst, wie sah der Fixing-Chat 2013 gegen Mirror aus? Also das erste Battle, was ich gemacht habe. Und da gab es gar keinen Fixing-Chat. Da haben wir sowas noch nicht gemacht. Da habe ich ja gerade gesagt, ich bekam einen Anruf vom Chief. Das war damals so. Man wurde angerufen, der hat gefragt, ey, hier, wir machen so ein A-Cappella-Battle-Rap-Ding. Mirror und du haben in der RBA ja schon mal gebattelt, wollt ihr irgendwie so eine Art Rematch mal machen? Da habe ich Yo gesagt. Und Mirror hat von vornherein schon Yo gesagt, da gab es keinen Fixing-Chat. Und auch nicht, gibt's Tabus oder so. Also wurde einfach gesagt, wir battlen gegeneinander und dann ist das passiert. Und daraus eine ziemlich fruchtbare Freundschaft entstanden, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe mit Mirror bisher mehr Tracks gemacht als mit allen anderen Leuten. Also doper Shit. Wie war es bei Iron Solomon im Garten? Das war mega geil bei Iron Solomon im Garten, Alter. Ne? Man muss sich vorstellen, in Amiland ist der Alkohol relativ teuer. Also so ein Becks kostet da so 5 bis 7 Dollar, auch im Liquor Store. Das ist schon ziemlich heavy. Und deshalb haben die einfach so eine 5-Liter-Pulle Wodka erstmal an den Start gebracht, einfach richtig übertrieben. Hatten natürlich auch zu puffen ohne Ende dabei. Und diese 40-Bottles, die kosten nämlich nur 2 Dollar. Ich weiß nicht, ob ihr die jemals getrunken habt. Ist eigentlich kein Bier, sondern da steht Malt Liquor drauf. Und das hat 5 bis 8 Umdrehungen, also die wissen das offensichtlich nicht genau. Ja, und dann habe ich mir dann da mit Leuten aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Italien, aus, weiß ich nicht, Alter, Kanada, Leuten aus aller Welt, die halt bei End of the Week teilgenommen haben, mir irgendwie reingepfiffen. Und dabei haben wir Barbecue gemacht, also was soll man dazu noch sagen, Alter, irgendwo mitten in Brooklyn, dope as fuck. Obligatorische Frage, was ist dein Lieblingsbattle von dir selbst? Von mir selbst? Oh. Ich würde sagen, vom Feeling her, wenn ich mir die Battles im Nachhinein angucke, auch noch mal, dann würde ich sagen, das gegen Vinci, weil er sich das anfühlt wie ein richtiges Battle, weil wir halt uns gar nichts schenken und richtig aufeinander losgehen. Und vielleicht ansonsten das gegen Heideck. Bisschen schade, dass Heideck da verkackt hat. So. Ich glaube, das hätte mehr Aufmerksamkeit gekriegt, weil da finde ich eigentlich, das ist somit meine beste Leistung, gerade in den Anfängen von DLTD doch so. Ja, Vinci und Heideck. Hast du Basics Katze adoptiert und bringst du sie gegebenenfalls zum Battle gegen Mas B mit? Was für ein Battle gegen Mas B? Nein. Würdest du nochmal ein Compliments-Battle machen oder bist du eher kein Fan von solchen Battles? Ich habe ja gerade gesagt, gegen den Rugged Man würde ich ein Compliments-Battle machen, aber grundsätzlich würde ich eigentlich lieber kein Compliments-Battle machen. Ich meine, guck mal, das ist eh schon so, dass man fast nur gegen Homies battelt oder Leute, die man kennt. Guck mal, jetzt habe ich, weiß ich nicht, wie oft gegen Notice gebattelt und im Endeffekt sind wir down miteinander und haben auch schon Songs zusammen gemacht und so weiter. Also Compliments-Battle hätte ich jetzt lieber nicht am Start. Wenn dann vielleicht gegen den Heidemann, aber wir wollen lieber dann im Team, glaube ich, battlen gegen zwei andere Bastarde und die auseinandernehmen, anstatt irgendwem
da Honig ums Maul zu schmieren. Deine Top 3 Lieblings-Battle-Rapper? Einfach nur so, also, okay. Top 3 Lieblings-Battle-Rapper, Alter. Ich sag mal aus Deutschland, ne, definitiv Greg Pipe, weil er halt, ne, bei den Feuerwehr über Deutschland Sachen schon alle rasiert hat, so. Notice auf jeden Fall, wenn es jetzt darum geht, den Allround-MC auch zu haben, weil der Typ kann freestylen, der kann On-Beat richtig geil abfeuern, der macht auch geile A-Cappella-Sachen, die die meisten Leute gar nicht checken, weil er so oft um die Ecke denkt. Und wer ist denn noch gut, wer ist auch vielfältig, vor allem Brian Damage, der macht viele Battles, der kann richtig hart battlen, der kann richtig deep gehen, der kann unter die Gürtellinie gehen, der kann Gimmick-Battles machen. Das wären so meine Top 3 in Deutschland zumindest dann. Jetzt erstmal so ganz spontan gesagt, Alter, da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Ich finde Top 3 ist auch immer fies. Das fällt mir spontan ein, jo. Wie viel Bier brauchst du für deine Runden, beziehungsweise wie viel Bier trinkst du beim Schreiben? Und kannst du mittlerweile Bier exen? Ich kann kein Bier exen. Konnte ich noch nie. Ich habe auch nie Bierbon gesoffen. Ich bin überzeugter Trinker, aber ich hasse den Scheiß. Ich trinke das lieber so, wie ich das möchte. Ich hasse auch Trinkspiele. Keine Ahnung, wie viel Bier brauche ich zum Schreiben? Keins. Also ich kann auch nüchtern schreiben. Mache ich nur meistens nicht. Ganz unterschiedlich, Alter. Kommt drauf an. Also manchmal stelle ich mir auch je nach Battle. Bei Heidig zum Beispiel habe ich mir einen Kasten dahin gestellt und als der Kasten leer war, dann irgendwann nach 2-3 Tagen war auch das Battle fertig. Aber das war ja auch so ein Sufi-Kopf gegen Sufi-Kopf-Battle. Demnach hat das da irgendwie gepasst. Bei anderen Battles war ich teilweise nüchtern, als ich die geschrieben habe. Und generell versuche ich meine Texte nüchtern zu schreiben, weil meistens einfach eine bessere Shit dabei rumkommt. Ne? Im besoffenen Kopf denkt man sich halt häufig, boah, jetzt habe ich voll den geilen Shit geschrieben. Und dann wacht man am nächsten Tag auf und dann steht da halt die Fresse. Und man denkt sich, yeah, das musste ich unbedingt aufschreiben, sonst hätte ich das hinterher noch vergessen. Also, ne, ich schreibe eigentlich lieber nüchtern. Was war die krasseste Battle-Erfahrung abseits der Kamera? Abseits der Kamera? Ah, da würde ich sagen, so Actions mit Terminus in meinem Wohnzimmer einfach, Alter. Ne, wenn Terminus bei mir sitzt und man macht ein paar Beats an und auf einmal feuert der seine Freestyles ab, Alter. Das muss doch nicht mal richtig Battle sein, aber wie gesagt, immer wenn wir Freestyle endet das ein bisschen so in so einem Battle-Mode. Da würde ich einfach sagen, sowas, weil der Typ, der rappt manchmal 3 Monate am Stück nicht, sitzt bei mir und dann zerfetzt er einfach jeden Rapper, den ich kenne. Vielleicht außer Notice oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja, sowas. So random Actions einfach, ne? Oder auch auf Festivals, Alter. Alle haben 10 Promille und dann kommt ein Dude und fickt auf einmal nochmal alle, so, wo keiner mehr was kann. So, ne? In einem Freestyle-Battle auf dem Zeltplatz oder so. Sowas finde ich am geilsten. Das sind die krassesten Freestyle-Sachen. Ja. Battle-Sachen. Ne? Ja. Ihr Lieblingsbier Top 3? Ha. Dann mache ich mal so einen Sprung. Wir nehmen mal teures Bier, also wir nehmen mal den Top-Tier-Bier, ja, quasi das, wo man auch mehr für blechen muss. Da würde ich sagen Flensburger. Das ist schön herb, kommt aus dem Norden, wie der Name schon sagt. Ist halt allerdings ein bisschen teuer, gibt es auch nicht überall. Und das hat so Plöppflaschen, die kann man im Sommer auch immer schön zumachen. Dann kommen diese Arschlochwespen nicht da rein und so. Also das würde ich sagen, ist von den teuren Bieren mein Top-Bier, auch wenn ich gerade Felddienst trinke. Das würde ich auch noch als teures Bier erzählen. So Mid-Tier-Class würde ich sagen Brinkhoffs Nummer 1. Schmeckt einfach ganz okay, so, hat nicht zu herben, krassen Geschmack. Schmeckt aber auch nicht nach nix, so wie Beck's. Und dann so an Billigbieren, eindeutig Paderborner. Die haben vor 3 Jahren den Brauer gewechselt und seitdem ist das ein Top-Bier und kostet nicht viel. Und dann nochmal zum Lieblingsbier, halbe oder Drittel? Auf jeden Fall halbe Liter. Weil bei 0,3er-Pullen habe ich immer das Gefühl, wenn ich einen Schluck getrunken habe, das Bier ist fast leer. Und dann, wie gesagt, exen kann ich nicht, trinke ich das super schnell. Und dann ist die Flasche die ganze Zeit leer. Das heißt, ich trinke viel, viel schneller, viel, viel mehr Bier und gehe viel, viel schneller down, wenn ich kleine Biere trinke. Deshalb auf jeden Fall 0,5er. Nie mehr Rap oder nie mehr Bier? Oder. Schon mal für den ganzen Block Bier gekauft? Ja, mehr als einmal. Die Frage ist, wer das gesoffen hat. Wir haben öfter ja schon mal so Outdoor-Sessions von der Superior-Session gemacht oder so. Da haben wir auf jeden Fall für alle Leute, die da am Start waren, auch Bier natürlich gekauft. Die haben natürlich auch ihr eigenen Shit mitgebracht, aber wir hatten immer was am Start. Also ja, haben wir schon mal gemacht. Wo in Bottrop muss ich chillen, damit du mich fragst, ob ich den Rest der Wodka-Dose noch austrinke? Der Wodka-Dose?
Also wenn du mir sagst, wo man Wodka in der Dose kriegt, dann sage ich dir, wo du mich findest. Wenn jemand für dich zum Kiosk geht, um dir ein Bier mitzubringen, deine bestellte Marke aber leider gerade erst in den Kühlschrank nachgefüllt wird und da er nicht kalt ist, sollte die Person dann auf Freestyle eine Sorte, die kalt ist, mitbringen oder immer das beste bestellte Bier anschleppen? There are only two types of people in this world. Das ist eine komplizierte Frage, Alter. Ich habe da, als ich mir die Fragen durchgelesen habe, auch schon mit Leuten darüber diskutiert, weil ich die gut fand. Und es gibt auf jeden Fall ein paar mögliche Antworten. Und ich finde, das fängt schon damit an, was für ein Bier hast du denn bestellt? Oder nein, eigentlich fängt das so an, wenn jemand für dich Bier holen geht, Alter, sollte man sich sowieso schon mal nicht beschweren. Hol deinen Scheiß gefällig selbst. Aber sagen wir mal, jemand geht sowieso los, ne, und du machst gerade was am Rechner oder was. Und was hast du bestellt? Also du hast einen Paderborner bestellt und der kommt wieder mit einem Sterni oder einem Hansa. Das ist ja vollkommen in Ordnung, ne? Das ist dieselbe Preisklasse und irgendwie passt das schon so. Und wenn man eh schon Billigbier säuft, beschwert man sich wahrscheinlich auch nicht über die Sorte Billigbier. Wenn ich jetzt einen Veltins oder Köpi bestelle und mir bringt jemand einen Oettinger mit, dann könnte das schon sein, dass ich ein bisschen sauer werde oder so. Aber eigentlich wäre die beste Lösung noch, der Typ nimmt eigentlich das Bier, was du bestellt hast, und bringt ein kaltes von einer anderen Sorte mit. Funktioniert allerdings auch nur richtig, wenn man jetzt nicht gerade im Park sitzt und da das Bier dann ankommt, sondern irgendwo zu Hause, wenn man einen Kühlschrank hat, weil dann ist egal, ob es kalt ist oder nicht. Wenn man ein kaltes hat, werden die anderen kurz ins Gefrierfach gepackt. Tricky Frage, aber ich würde so mit der letzten Antwort fahren. Also ich würde sagen, bring ein Bier mit, was kalt ist, von einer anderen Sorte und ansonsten die warmen von dem, was du bestellt hast. Yes. Kannst du dir eine Collabo-EP mit Notice vorstellen? Euer Track ist mega dope. Eine Collabo-EP glaube ich nicht, dass das gerade in unserem Sinne ist. So, ja, der Track ist dope, das stimmt. Wie gesagt, wir sind auch alter down miteinander und feiern unsere Mucke gegenseitig. Aber ich glaube gerade so, wie soll man das sagen, Alter, musiktechnisch entwickeln wir uns auf jeden Fall ein bisschen in andere Richtungen. Notice geht eher ein bisschen in die double-timige Trap-Schiene und so, rap viel über solche Beats von Smeezy und ich bleib eigentlich eher ganz gerne bei dem Boom-Bap-Scheiß und gehe ja Richtung, mach das rockiger oder metaliger und so. Also ich glaube nicht, dass wir eine EP zusammen machen werden, aber wir haben ja eh schon gespoilert in mehreren Interviews, wir haben einen Track aufgenommen mit Lyri für sein neues Album. Überraschungsgast ist auch noch drauf, den verrate ich jetzt nicht, aber es gibt noch einen Track von uns jetzt auf jeden Fall demnächst auch für Ohren und wir werden definitiv nochmal den einen oder anderen Track zusammen machen. Aber ich glaube erstmal nicht mehr battlen und eine EP ist glaube ich auch erstmal nicht drin, aber vielleicht macht Notice eine EP und ich mache eine EP und wir featuren uns gegenseitig jeweils auf einem Song oder so. Das wäre auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten. Notice, wenn du zuguckst, du weißt Bescheid. Wann kommt dein Autotune-Album? Nein. Kennst du kein Grime? Doch. Verkörperst du dein Rap-Image auch im wahren Leben? Oh, ich denke schon, also ich glaube, dass ich das mehr mache als andere, weil mein Rap-Charakter eher an meiner richtigen Person, an meinem David dran ist, als bei anderen Leuten der Rap-Charakter, das jetzt zum Beispiel ist. Kannst du dir mehrere Beispiele jetzt rausnehmen, so, ne? Es gibt Leute, die stellen eine komplette Kunstfigur dar, sind im Leben aber komplett anders und bei mir überschneidet sich das. Ne? Ich rap auch manchmal natürlich irgendwelche abgefahrenen Sachen, auch in meinen Texten, nicht nur in den Battles, so dass ich das Meteoriten vom Himmel hageln lasse oder so, da wird jedem klar sein, dass das eine Metapher ist und nichts, was ich tatsächlich kann. Aber viel von dem Stuff, den ich rap, habe ich auch tatsächlich erlebt oder andere Leute haben das erlebt und das gehört zu dieser Gesamtstory. Ziemlich viel Ruhrpott-Thematik bei mir auch drin. Also das ist schon, da steckt sehr, sehr viel von mir drin. Ich würde sagen, so 90% ist ich und der Rest ist so ein bisschen die Spinnerei, die vielleicht auch das Konsumgut dann mit meinem Gehirn ab und zu macht, Alter. Aber ja, also normalerweise würde ich immer sagen, ich verkörper auch das, was ich da sag. Wieso gibt es deine Musik nicht bei Spotify? Equinox ist jetzt schon ein Klassiker. Und wann kommt das nächste Album? Ehrlich gesagt, weil mir Spotify bisher ein bisschen zu New School war. Ich weiß, Eule würde jetzt sagen, bist du doof, Alter, das gibt es schon seit 2014. Ja, ich weiß, Alter. Ich weiß. Ey, mit eurem Spotify. Ich habe ehrlich gedacht, das stirbt vielleicht vorher aus und wollte mich nicht damit beschäftigen. Aber ey, ich finde es inzwischen auch cool. Und ich sag mal, in naher Zukunft werde ich mich mal um Spotify-Account kümmern. Aber
irgendwie bin ich damit noch nicht so ganz warm geworden, weil ich einfach auch den Prozess, sich da anzumelden, relativ nervig finde als Künstler. Aber ich werde es in Zukunft mal irgendwie anleiern, auch mit den Digging Deeper Folgen vielleicht, ne, dass es den Podcast und Mucke da gibt und so. Ist in Planung. Wie heißt die Katze? Ich glaube, die Katze denkt, die heißt Nein, Rocky. Bist du wirklich die männliche Version der Katzenfrau bei den Simpsons? Nein, auf keinen Fall. Ich mag nicht nur Katzen, ich mag eigentlich so ziemlich alle Tiere. Ich finde, einen der coolsten Tiere, falls ihr das nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal rauschecken, googelt das, Wikipedia, das ist der Mantis Shrimp. Ein kleines Tierchen und unter Wasser lebt, ungefähr so groß ist wie mein Daumennagel und so eine Vorrichtung hat wie so kleine Boxhandschuhe, die eine Bewegung ausführen, die schneller ist als eine fucking Pistolenkugel und damit knocken die einen Oktopus aus und so was. Die treffen den noch nicht mal, sondern nur durch die Druckwelle wird der Oktopus ausgenockt, wenn der die kleinen Shrimps angreift und so. Also solche Sachen ziehe ich mir auch ganz gerne rein, nur den kannst du halt nicht zu Hause im Aquarium halten, ne? Dann hast du irgendwann Pech gehabt, dann boxst dir dein Ding durch, Alter. Dann boxst dir dein Ding durch. Ihr wisst, was ich meine. Also nein, ich bin auf jeden Fall nicht die Katzenfrau von den Simpsons, aber ich mag Katzen und habe jetzt halt welche da. Von einem alten Sack zum anderen, hau mal eine witzige Hip-Hop-Story von früher raus. Eine Hip-Hop-witzige Story von früher, Weiß nicht, ob das so witzig ist, aber das fällt mir immer relativ schnell. Da war ich war irgendwie 2007 auf dem Splash mit ein paar Leuten, Teppich, Terminus und Marina. Wer weiß, wer die Leute sind, kann sich vorstellen, was da los war. Und irgendwie mussten wir abhauen, schon an einem Sonntag. Da war eigentlich noch Festival, aber wir sind auf den Sonntag abgehauen, weil Terminus am nächsten Tag seinen ersten Arbeitstag hatte. So. Und da haben wir gesagt, komm, dann beißen wir alle in den sauren Apfel, ne? Solidarität und so, fahren wir alle nach Hause. Aber wir waren halt mega besoffen, hatten auch noch voll viel Alk und hatten nur so ein Regio-Ticket und konnten deshalb halt nicht irgendwie weite Strecken fahren, sondern mussten tausendmal umsteigen und wir waren halt so asozial und besoffen, dass wir immer wieder aus den Zügen rausgeflogen sind und dann standen wir irgendwann mitten in der Pampa, so kamen da eigentlich gar nicht mehr weg, haben eine Pulle Jägermeister noch gehabt, eine Pulle Korn, was weiß ich, 20 Paderborne, haben das alles auf der Rückfahrt gesoffen, also im Endeffekt haben wir 24 Stunden bis nach Bottrop gebraucht. Von Leipzig, Alter. Da war ich schon echt hardcore, Alter. Immer nur an irgendwelchen Bahnhöfen rumgelegen. Die ganze Zeit gerappt, die ganze Zeit gefreestylt und Spaß gehabt. Also eigentlich war die Rückfahrt geiler als das ganze Festival. Aber danach war natürlich zappenduster. Und ja, was mit Terminus erstem Arbeitstag war, will ich eigentlich gar nicht wissen, Alter. Also ja, das war ziemlich awesome, so. Hat Bock gemacht. Also dort vor allem die ganze Zeit aus den Bahnen zu fliegen, weil man nicht aufhört zu rappen. Und die Perle da die ganze Zeit Pole-Dance an den Stangen macht und so. Das war schon funky. Und auch interessant, wie viel Schnaps man so verpacken kann in 24 Stunden. Welche Wunschgäste stehen bei dir noch auf der Liste für Digging Deeper? Oh, einige. Also, weiß nicht, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie was sagen, was vielleicht gar nicht passiert, aber was im realistischen Rahmen sich irgendwie befindet, wäre auf jeden Fall Tierstar, Jamie und Merlin, mal mit einer Battle-Rap-Folge auf jeden Fall zu machen. Wir haben auch schon gequatscht, jetzt war Corona-Time, wir wollten das nicht irgendwie über Skype oder so machen, aber ne, wenn das alles ein bisschen easier und lockerer ist, Alter, fahre ich nach Berlin mit Merlin und Tim und dann werden wir irgendwie gebacken kriegen, das mal zu machen, wahrscheinlich auch in Verbindung mit irgendeinem Event oder so. Dann auf jeden Fall Pure Dose von Too Strong hätte ich ganz gerne, Afro und Pachel von RAG, weil beide gerade so ne, beide Gruppen irgendwie Jubiläum gefeiert haben, 30 Jahre Too Strong, 20 Jahre RAG, Ruhrpott-Shit, so die hätte ich natürlich super gerne mal am Start. Terence Chill auch noch aus der Ecke im Endeffekt, ne, Bunkerwelt in Witten, solche Leute, so meine Ruhrpott-Atzen natürlich einmal fragen, ey guck mal, jetzt ist das schon so lange, was haltet ihr von dem Stuff, wie sich das gerade entwickelt, wie unterscheidet sich das und so. Würde ich auch ganz gerne haben. Und dann mal gucken, was sich so ergibt. Kannst du noch Maroni 87 für ein Team-Battle ranholen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Roni hat keinen Bock mehr zu battlen. Aber ich werde auf jeden Fall den ein oder anderen Song mit dem noch raushauen. Das ist ziemlich sicher. So, ja. Aber ein Battle glaube ich eher nicht. Also liegt nicht unbedingt an mir. Aber guck mal, auch Roni ist jetzt länger raus aus der Battle-Szene. Und hat da nicht wirklich Bock drauf, dann würde ich eher auf ein Team-Battle mit dem Heidemann pochen. Warum ist der Kopf dicker als der Hals? Wo wir beim Heidemann sind, ich weiß, wer die Frage gestellt hat.
Der Shit kommt aus Alice im Wunderland. Der verrückte Hutmacher und der Märzhase haben eine Teeparty und die Alice kommt da rein und irgendwann fragt der verrückte Hutmacher, warum ist der Kopf dicker als der Hals oder sowas, und dann rasten die da alle komplett aus und räumen den Tisch ab. Ich verstehe die Frage selber nicht, aber ich würde sagen, manchmal habe ich auch so einen Hals. Also so allgemein kann man das gar nicht stellen. Dann kommen wir zur letzten Frage. BVB oder Schalke? Boah, mir ist Fußball eigentlich total scheißegal, Alter. Das kann ich nicht anders sagen. Aber meine Schwester hat mal meinen Onkel gefragt, warum sind eigentlich alle Bottropper Schalke-Fans? Und mein Onkel hat geantwortet, mit Bottrop war schon immer asozial. In diesem Sinne, euer Protti, Written Ballads Germany, Tim Carey an der Cam und an den Fragen. Wir sind draußen, Alter.